Ich muss mal hier auch die Kissen. Melanie Müller Hallo. Weiß, worauf sie sich da eingelassen hat. Mindestens auf Melissa Kalay und Jochen Bendel. Wir freuen uns. Guten Tag. Herzlich willkommen. Die zwei Verrückten von der Late Night Show. Ab Freitag geht's wieder los. Ja. Also immer nach Promi Big Brother mit Marlene und Jochen. Seid ihr dann dran und fasst das alle nochmal zusammen in eurer Late Night Show. Ja. Die ich liebe übrigens. Dankeschön. Weil es ein chaotisches Gefäß ist, was alles nochmal, diesen ganzen Wahnsinn nochmal zusammensortiert und überhaupt erklärt, warum die Leute so sind, wie die gerade sind. Ja. Wir haben ja die ganzen Fans von denen da, Familienangehörige, Freunde, Feinde, alle sitzen bei uns auf der Couch und wir kauen diese ganzen verrückten Promi-Wahnsinn nochmal durch. Und sagen wir mal so, die sind manchmal so müde, dass sie gar nicht mehr wissen, was die erzählen. Und dann kommt das richtige Chaos. Meinst du uns damit? Ja, manchmal. Das ist übrigens eine super Produktion von den Trailern, die liebe ich. Sieht richtig fett aus. So, diese Tafel hier sind die ersten acht BewohnerInnen, die wir verkünden dürfen. Es kommen ja noch mehr. Wir machen das jetzt so, wir haben jetzt hier so ein paar Emojis für Pfirsich für nackig machen Wahrscheinlichkeit. Hier Blitz ist Stress und Platzpatrone im Kopf. Hier ist entweder Liebe. Herzen erobern oder nach der großen Liebe suchen und das geheimlicher Titelanwärter oder Titelanwärterin. Größte Chance. Fangen wir links oben an, bitte. Das ist Mimi Quatsch. Mimi Quatsch. Ein polnischer Name. Wir wissen es noch nicht, wir werden es noch herausfinden. Nennen wir die einfach Mimi. Die ist doch süß, guck mal. Mimi kennen wir vom Bachelor, ne? Ja. Sie war da sehr anstrengend, muss man sagen. Sie war sehr zielstrebig. Sie war sehr eifersüchtig und ehrgeizig. Mhm. Sie wollte auf jeden Fall an ihr Ziel, hat es auch erreicht, aber dann leider sehr schnell auch wieder verloren. Sie hat einen Hund, guck mal, wie sie ist. Ist mir schon sympathisch. Jochen möchte sofort wieder sie analysieren, aufgrund des Hundes. Ja, aber das ist ein Hund. Das machen also Mimi hat aber einen Kippschalter. Am Anfang super süß, super nett und dann war sie sauer und dann ging kurz mal nichts mehr. Ne? Sie hat halt einen blöden Freund gehabt, also der Bachelor, und der hat sie halt übelst abserviert und ich glaube, sie hat eine Chance verdient, endlich mal zu zeigen, dass sie es drauf hat. Ich fand die lustig. Magst du ihr das Herz geben, weil ich glaube, dass sie wirklich auch offen ist für neue Lieben. Das finde ich eine schöne Idee. Melanie Müller müssen wir nicht erklären. Haben wir gerade eben gemacht. Legende, aber ne? Grundsatz, ich würde ihr gerne schon von Haus aus den Pfirsich geben, weil die läuft ja gefühlt schon nackig in, das, in die Raumstation. Sie hat ja schon angekündigt, sie wird auch nackt duschen, weil sie mag das nicht mit BH oder Bikini, ist, wenn sie unhygienisch. Ja. Kriegt sie auch einen Blitz, weil sie sich gerade schon warm gelästert hat? Weil Blitz ist ja so immer ein bisschen Alarm. Ja, gib mir doppelt. Komm, immer doppelt. Die hat auf jeden Fall eine große Klappe und eine sehr, sehr direkte Art. Heike Maurer kennen wir von den Lottozahlen, ne? Ja. Sie ist echt eine Überraschungsnummer, würde ich mal sagen. Ich persönlich halte mich mal zurück, weil ich kenne sie jetzt nicht so gut. Ihr Gesicht sagt mir natürlich was. Ich weiß auch noch, ne, die Lottozahlen. Man weiß allgemein jetzt noch nicht so viel von ihr. Vielleicht passiert was Spannendes. Vielleicht, passiert aber auch nichts. Ich finde, sie ist so outstanding, also die ist so was Besonderes. Würde man jetzt nie bei Promi Big Brother erwarten. Das wäre die gleiche Überraschung, wie wenn Angela Merkel jetzt da einzieht. Vielleicht wird sie aber die Kümmererin von der ganzen Stark Nummer und kümmert sich um alle. Weiß man ja mal nicht. Gut, geben wir mal ein Herz. Da dürfen wir, ein Herz? Ja. Mach ich gerne. Ja, so, gut. Jetzt kommen wir zu einer Person, bei der darfst du dich eigentlich gar nicht äußern. Du kennst sie ja privat, deswegen bist du vielleicht vorbelastet. Ich kenne sie nicht so gut, aber ich kenne sie tatsächlich insofern, weil sie Ina Aogo Spielerfrau, die Frau von Dennis Aogo, war damals Hair- und Make-up-Artist und hat mich damals geschminkt. Ach, guck, die ist ja mega, die hat über eine halbe Million Follower. Sie ist, also sie lebt dieses reiche Leben einer reichen, verwöhnten jungen Frau. Ich weiß nicht, ob sie sich da viele Freunde machen wird, aber dürfen wir das verraten? Die hat ja im Vorfeld alle angeschrieben und überall versucht rauszufinden, wie Miss Marple, wer dabei ist oder nicht. Und meinst du, sie hat, haben wir jetzt schon wieder was verraten? Und meinst du, sie hat gute Chancen da auf den Sieg, wenn sie alle anschreibt und sich so Infos? Ich sag mal so, wir sind live, du hast es gerade verraten. Ja? Ich glaube, dass die schon anecken kann. Ne? Das ist halt, das ist halt so ein Influencer-Mädchen, was sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt, aber auch eine sehr direkte Art hat. Ich glaube, kann ja helfen. Direkt kann helfen. Ja, aber da hast du dann eine Melanie Blitz, Müller. Meinst du? Da hast du dann eine Melanie Müller, die ein komplett anderer Typ Frau ist. Oh, die beiden gegeneinander. Da also quasi den Blitz hier in die Mitte so von den beiden. Ja, hier könnt's knallen. Könnte auf jeden Fall spannend werden. Jetzt kommen wir zu Uwe. Ja. Uwe hat seine Ehefrau Iris und wir wissen das aus anderen Formaten. Uwe ohne seine Iris ist eine Vollkatastrophe. Ist er ist einfach zu labil, darf ich das sagen? Nein, er ist zu lieb. Er packt das gar nicht. Ich glaube, so Streit und so, das kann der, erträgt er nicht. Das ist so ein, wie sagt man, so jemand, der immer Harmonie braucht. Ja. Ich glaube, dass er ganz viele Zuschauer in den Herzen erobern wird, weil das ein ganz emotionaler Typ ist und auch viel durchgemacht hat in letzter Zeit. Oh, also ich wittere, ein heimlicher Titelanwärter. Ja, ich glaube, er kann über sich hinauswachsen. Das ist schon, ja, das denke ich. Ein weiter. Oh, Rafi Radcek. Das ist ganz viel Temperament, ein ganz impulsiver Mensch, der
ich erinnere mich beim Promi-Boxen damals in den Ring gesprungen ist und Serkan Yavuz einen reingehauen hat. Ich glaube, da passiert einiges. Bei ihm muss also man dann sagen, da doch lieber noch mal zwei Blitze, ja, in dem Fall der Fälle. Auch, ne? Weißt du, so? Bei Raffi ist ja so das Problem, er ist ja nicht so vorhersehbar. Er war bei Bachelor in Paradise und hat um eine Frau gekämpft und hat dann gesagt, oh nee, ich bin raus, ich bin eigentlich schwul. Was ich toll fand, dieses Geständnis offen in den Medien. Und dass man das in der Fernsehsendung, ja, über sich selber hat sich der Produzent auch gesagt, warum haben wir den denn jetzt geholt? So, dann ist er beim Promi-Boxen in den Ring, der Produzent, was macht der denn da oben im Ring? Ja? So, jetzt ist er bei Promi Big Brother, also hoffentlich macht der nichts. Ne? Also der wird spannend. Ja, vor allem, er war vor kurzem erst getrennt, jetzt ist er wieder verlobt. Ja. Also, und allein seine Instagram-Stories sind schon eine eigene Reality-Show. Mhm. Also, okay. Und jetzt muss er aber ohne sein Handy auskommen. Mal gucken, was das dann wird, wenn er sein Real-Life auf die Kette kriegen muss. Hier links unten. Oh Gott, da hat mir Jochen gerade ein Video gezeigt, einen Ausschnitt aus damaligen TV-Totalzeiten. Zauberst du gerade mit dem Daniel Greibich? Sehr lustig. Ja, er versucht ihn gerade mit diesem Zauberapfel werde ich dein Karma, dein schlechtes Karma aus dir rausholen. Das kostet übrigens nur 500 Euro. Meint er das ernst? Ja. Ey, der holt einfach das Karma von Menschen. Der schlechte Karma holt er dir raus einfach. Du sagst, ey, ich habe irgendwie ein Problem, so finanziell vielleicht gerade oder gesundheitlich. Das ist ein super Business-Konzept, würde ich sagen. Das holt er dir einfach so, macht das so. Okay. So gegen Geld Sachen. Ganz schnell, Bewohner Nummer 8 noch ganz schnell. Kommt aus Berlin. Erik Sindermann hat ein eigenes Modelabel zusammen gerade was mit Harald Glöckler gemacht. Ja. Ist, na, Fashion sehe ich ja schon. Das ist hier so ein Gucci-Anzug oder was. Wer könnte sich noch nackig machen, ganz schnell? Ja, der. Ja? Ja? Und wer ist noch ein heißer Titelanwärter oder Inviterin? Ah, jetzt setzt uns aber unter. Ja, komm, zack. Melanie. Melanie Müller. Ja. Oh, da muss sie aber richtig in die Trickkiste greifen. Nur einmal hat sie ja schon sich das Zepter geholt. Vielleicht macht sie jetzt quasi nochmal den Hattrick. Ne? Das wäre krass. Das wäre krass. Melissa Kalay und Jochen Mendel, die Promi Big Brother Late Night Show. Immer direkt nach Promi Big Brother. Ab 20.15 Uhr am Freitag geht's los mit Marlene und Jochen. Ja. Und ihr begleitet uns durch den nächtlichen Wahnsinn und ich freue mich drauf. Ja. Wir freuen uns auf dich. Bleib wach. Ja, kommst du uns mal besuchen abends? Und darf man denn physisch da sein? Oder ja, du darfst physisch da sein, können wir ein bisschen lästern. Oder so lange über die Promis. Das ist live, keiner kann Nein sagen. Ich komme vorbei. Ja, weil Daniel ist ja auch so eine krasse Lästerbacke. Ja. Was? Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Wir nennen es nicht Lästern. Nein. Wir analysieren. Analysieren. Psychologische, absolut. Ja. Genau.